Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zwiegespräch mit meiner Wenigkeit Melanie Arzenheimer. Und ich habe mir heute hier ins Studio geholt Frau Professor Dr. Kerstin Merkel von der Katholischen Universität Ingolstadt-Eichstätt. Lange Geschichte. Kunstgeschichte ist Ihr Spezialgebiet und momentan sind Sie am Forschen für das Textilmuseum in Krefeld. Und Textiles, das ist so Ihr Ding, Mode und Geschichte. Genau, ja. Und uns geht es jetzt ein bisschen so um die Mode, die Kleidung, die Politik und die Macht. War das schon immer so, dass ich über Kleidung auch meine Stellung ausgedrückt habe? Also war der Potentat, der Mächtige, der Herrscher, der Parlamentspräsident schon immer auch auf eine bestimmte Kleidung fixiert? Wie ging das los? Woher kommt das? Ja, das ist eigentlich schon seit Urzeiten so, dass der mächtigste Mann, das waren ja immer Männer, sich über Kleidung definiert. Das fing bei den Römern an mit der Toga und der roten Verbrämung dieser Toga, ging im Mittelalter weiter. Und man kann eigentlich sagen, durch die Jahrhunderte war es vor allen Dingen sehr wertvolle Kleidung, die den Mächtigen definiert hat. Also Kleidung, die viel Geld gekostet hat, die behangen war mit Gold und Edelsteinen. Und man hat sich über diese wertvolle Kleidung in den Vordergrund gestellt. Und das hat sich in der heutigen Zeit, man kann sagen, seit der Französischen Revolution total geändert. Die Männer wurden auf einmal sehr bescheiden in ihrer Kleidung. Der schwarze Anzug ist aufgekommen. Die lange Hose hat die Kniebundhose abgelöst. Und im Laufe des 19. Jahrhunderts hat sich dieser schwarze Anzug mit dem weißen Hemd immer mit kleinen Änderungen zu einer Männeruniform der Macht entwickelt. Der Politiker, der reiche Bürger trug einen schwarzen Anzug mit einem weißen Hemd, um es mal zu pauschalisieren. Und das ja irgendwie weltweit, oder? Man hat immer das Gefühl, Anzug, Männer, Hemden, die sehen überall gleich aus. Die sehen im Prinzip überall gleich aus, wo die westliche Zivilisation die Politik dominiert hat. Und jetzt kamen ja irgendwann die Frauen ins Spiel. Es hat ja lang gedauert, bis auch mal Frauen politisch aktiv werden durften, sich das erkämpft haben. Wie haben das die Frauen mit der Kleidung gehandhabt? Man hat ja da nicht unbedingt einen Anzug angehabt in der Zeit, als die Damen da so richtig aktiv wurden. Als die Suffragetten anfingen, ihre Stellung in der Politik zu erobern, trugen die noch lange Röcke, noch Korsett, aber dennoch haben sie sich ein bisschen den Männern angepasst, indem sie anfingen, Jacketts zu tragen. Aber der große Eintritt in die Politik oder in die Karriere der Frauen fand dann in den 20er, 30er Jahren statt. Und in der Zeit haben Frauen auch erstmals Anzüge getragen, wobei die Protagonistinnen gar nicht so in der Politik zu finden sind, sondern in der Kunst oder im Film. Denken Sie an Marlene Dietrich in ihrem berühmten Anzug. Das ist so quasi der Startschuss für den Anzug. Die Frauen haben sich nicht so schnell in die Anzüge getraut, sondern haben dunkle Kostüme getragen. Und die dunklen Kostüme sind ja so eine Art Äquivalent zum Männeranzug. Also sie haben sich dem Mann und seiner visuellen Umwelt total angepasst. Und der Anzug entwickelte sich dann so als Power-Suit, als Kraftkleidung, so im Lauf der 50er, 60er Jahre, als die Frauen immer massiver in die Politik, auch in die Etagen der Wirtschaftskarriere eingedrungen sind. Und da war es für die Frauen ganz selbstverständlich, dass sie sich visuell den Männern komplett angepasst haben. Dunkle Anzüge, weiße Blusen, im Prinzip Männerkopien. Also das, was man heute so unter Business-Kleidung verstehen würde, das ist ja oft ein Kostüm oder ein Anzug, genau, mit Bluse und vielleicht sogar noch eine Art Krawatte oder irgendwie sowas. Und dann hat man sich ein bisschen vermännlicht eigentlich. Absolut. Dann kamen die 80er Jahre und da wurde es dann ganz krass. Ja, die 80er Jahre waren ja die Zeit, in der die Emanzipation so richtig Fahrt aufgenommen hat. Und da haben die Anzüge der Frauen unglaublich breite Schulterpolster bekommen. Also die Älteren unter uns werden sich noch daran erinnern, dass das so ein bisschen aussah, als ob man kaum durch die Tür geht. Ne? Das war ein richtiger Kraftanzug, mit dem man sich die Position in der Männerwelt erobert hat und auch sie verteidigt hat. Aber das hat sich jetzt gewandelt. Also was haben Ihre Forschungen ergeben? Man sieht junge Politikerinnen nicht mehr oft im Anzug. Ja, das ist ein unheimlich interessanter Wandel. Das Kleid ist zurück. Und das Kleid ist auch zurück in der Politik. Und wir sehen junge Frauen wie Frau Baerbock oder die Julia Klöckner in schicken, bunten, manchmal auch recht kurzen und mutigen Kleidern. Und diese Frauen haben sich ein ganz anderes Modeleben erobert. Und man muss sagen, die Frauen sind zurück. Also die Frauen haben den Anzug abgelegt. Der Anzug hat mittlerweile bei Frauen gar kein gutes Image mehr, weil der in den 80er, 90er Jahren doch sehr stark auch in den Bereich Service gerutscht ist. Also welche Frau trägt heute im Beruf Anzug? Das sind weibliche Bodyguards,
Ja, sogar in den Banken tragen die Frauen keine Anzüge mehr. Das war ja lange Vorschrift gewesen als Kleidung für Bankerinnen. Der Anzug ist nicht mehr ein Zeichen von einem hohen Status im Berufsleben. Und die Frauen, die haben jetzt realisiert, dass wir in der Emanzipation doch sehr weit gekommen sind. Und das heißt, sie haben den Mut, sich wieder als Frauen zu zeigen, als Frauen zu geben, in bunten Kleidern. Ja, und sehr sexy oft auch. Also das schadet ja auch nicht, oder? Ein bisschen. Ja, das ist ein riskantes Spiel, finde ich. Also wenn man ernst genommen werden will im Beruf, sollte man vielleicht nicht mit dem allertiefsten Dekolleté ankommen oder mit dem kürzesten Kleid, sondern schon in einer gewissen Seriosität bleiben. Jetzt gehen wir mal in die große Politik. Ihre Namensvetterin, kann man Vetterin sagen? Ich weiß es nicht. Also, Ach, denk schon, dass das gendergerecht ist, ja. Frau Merkel, die Kanzlerin, die ist ja lange jetzt auf der Politbühne, auch mit vielen Gruppenfotos dieser Welt verewigt, mit den großen Präsidenten und Staatsmännern. Wie sieht es bei ihr modisch aus? Hat sie es richtig gemacht? Hat sie es falsch gemacht? Wie fällt die Analyse Merkel aus? Also Frau Merkel hat das genial gemacht. Als sie anfing als Politikerin, war sie ja auf Ton und Spott ausgesetzt mit einer schlechten Frisur und vielleicht auch nicht sehr schick. Und irgendwann hat sie ihren Stil gefunden und es war einfach immer eine einfarbige Hose und ein buntes Jackett. Also geschätzt hat Frau Merkel, es gibt ja viele Fotos von ihr, wahrscheinlich 200 Jackets im Schrank in allen Farben, aber immer in einer fast identischen Form. Vielleicht mal mit 2 Knöpfen, mal mit 3, mal mit Kragen, mal ohne Kragen. Aber es ist im Prinzip eine Verwandlung des Männeranzugs, also Jackett, Hose, helles T-Shirt. Aber indem sie da Farbe reingebracht hat, hat sie was ganz Geniales gemacht. Sie hat sich als Frau sichtbar gemacht. Wenn es Gruppenfotos gibt mit vielen Männern bei irgendwelchen Anlässen. G20-Treffen, da sind ja dann oft, sagen wir mal, 18 Jungs und 2 Mädels. Oder salopp auch gesagt. Ja, genau. Ja, und das eine Mädel, Frau Merkel, die sieht man. Die ist dann pink oder grün leuchtend und die Männer, die verschmelzen zu einer schwarzen Masse. Also mit ihren bunten Jackets hat sie die Männer unsichtbar gemacht. Und sie hat sich unangreifbar gemacht. Also nach einer gewissen Zeit sind doch die kritischen Stimmen an Frau Merkels Äußeren verstummt. Und jeder, der ein bisschen ehrlich ist, muss zugeben, es war von ihr ein genialer Schachzug, den sie da durchgezogen hat. Also da kann man nur sagen, gut ab. Ja. Was würden Sie jungen Frauen raten, die jetzt so durchstarten in der Politik? Es ist ja sehr viel Frauenpower, auch in der Klimadebatte und überall sind Frauen die Gesichter von Bewegungen. Was würden Sie denen raten in Sachen Kleidung? Ja, ich bin also der große Fan von Kleidern, auch von bunten Kleidern. Auch in der Uni? Absolut. Sie halten Vorlesungen in Kleid? Immer. Ich trage immer Kleider schon sehr, sehr lange. Ehrlich gesagt, weil ich Kleider auch unglaublich bequem finde. Und wenn man viel reist, also mit 3-4 Kleidern, hat man ein winziges Köfferchen, aber man hat viel was zum Anziehen. Und die jungen Frauen, die jetzt vorangehen, die jetzt Karriere machen in der Politik und in der Wirtschaft, die sind mit Kleidern eigentlich sehr gut beraten, weil sie nach wie vor in der Männerwelt hervorstechen. Also sie fügen sich nicht optisch ein, sie gehen nicht optisch unter, sondern sie treten hervor mit einem Kleid. Und außerdem haben wir Frauen es wirklich nicht mehr nötig, uns zu verkleiden als Männer. Die Zeiten sind vorbei. Wir können hier stehen und sagen, also wir können uns als Frauen auch wieder visuell definieren. Wir können wieder lange Haare tragen und bunten Schmuck und bunte Kleider. Und das ist eigentlich der Weg in die Zukunft, dass wir als Frauen unser Statement auch über die Mode abgeben. Das war ein wunderbares Statement zum Schluss. Ich bedanke mich und wir hoffen auf viele in Kleidern gekleidete Frauen, die Politik aufmischen. Vielen Dank für die Einladung, Frau Arzenheimer. Ich habe mich gefreut, hier zu sein. Dankeschön.